Das ist echt unglücklich gelaufen hier. Na gut, dann müssen wir da halt nochmal irgendwie. So, sollten wir sie vielleicht. Was ich hab da nur noch einen. Scheiße. Okay, pass mal auf. Das machen wir irgendwie. Irgendwie kriegen wir das schon. Der da unten. Der geht darüber ins Eck. Ist geil, dass die mich halt einfach nicht sehen da. Mir tut alles weh. Warum nur? Ich habe jetzt. Pass mal auf. Das ist der Megaplan jetzt. Mich wundert es nur ein bisschen. Ich dachte, ich hätte. Habe ich nicht zwischengespeichert gehabt eigentlich? Ich glaube, ich das ging etwas. Wohl in die Hose. Verdammt. So war das nicht geplant. So nicht. So, die Frage ist jetzt, verfolgen sie uns? Jau. Hey. Wie genau ist der hier hochgekommen? Scheiße, ich komme hier nicht mehr weg, ne? Okay. Damn it. Okay, er hat uns nichts getan, der hat uns auch nichts getan. Oh, jetzt bin ich plötzlich oben. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir es hin, bevor sie uns... Vielleicht kriegen wir es hin. Nein, kriegen wir nicht. Verdammt. Ein Versuch war es wert. Mein Gott. Na, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, ja, finde Orion und Erin und überhaupt finde alle... Töte aber vorher bitte erstmal die ganzen Idioten hier. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Aber jetzt, warte mal. Da oben war auch so ein Gitter. Ich probiere mal schnell was. Vielleicht haben wir da in dem Gang was übersehen gehabt. Ey, wo willst du nur hin? Die Stadt Queens. Und wir sind erst am Anfang. Da, jetzt kommt er wieder. Tü-tü-tü, Glück gehabt. Ich möchte dich mal ganz kurz wegbringen. So. Und jetzt, vielleicht können wir da nämlich nach oben durchschlüpfen irgendwie und das habe ich nur übersehen. Das wäre ja phänomenal. Wisst ihr, was ich meine? Ich gehe jetzt nochmal dahinter. Vielleicht kann ich... ich kann nicht rechts und nicht links, haben wir ja schon festgestellt. Aber vielleicht kann ich nach oben. Irgendwie. Hier nicht. Das ganze Zeug ist alles da. Ich dachte, wir hätten da zwischengespeichert gehabt. Aber ich kann hier leider nicht nach oben nehmen. Schadi, schadi. Die Stadt gehört uns. Und wir sind erst am Anfang. Halt. Das wollte ich tun. Ich wollte es nicht einschalten. Ich wollte es refreshen. Aber gut, dann können wir hier unten... Schade. Ich dachte echt, wir könnten da vielleicht nach oben gehen. Hier hinten geht das ja nicht. Da oben wäre noch einer... Den müssten wir schon wirklich genau treffen, ne? Die Frage ist, wo bleibt der stehen? Oder ich schalte erstmal vielleicht wirklich die unteren aus. Angefangen mit dem hier. Dem da hinten.
Gefahr? Oh, da liegt ja da. Da ist ja auch noch was. Jetzt geh mal schnell hier rein, bevor sie dich wieder erwischen. Ich finde dich, Ungläubiger. Überwinde deine Feigheit. Ich bin nicht feige. Ich bin verdammt mutig, nur ich bewege mich halt gerne im Schatten. Komm, jetzt beruhigt euch mal wieder, dass ich wieder raus kann. Stell dich der Dämmer auf! Er fühlt meine Pflicht, Brüder. Na komm. Soll ich es mal riskieren? Okay, jetzt hat er hier definitiv gespeichert. Symbol war da. Die Frage ist, die werden jetzt wahrscheinlich immer noch alle ein bisschen alarmiert sein, oder? Was die wohl in den Eintopf werfen. So, du bist der Nächste. Mein Freund. Haben wir ihn? Ich glaube, wir haben ihn. Jetzt fehlt da aber immer noch einer. Ich halte das nicht mehr aus. Der da drüben. Kalter Schweiß. Irgendetwas stimmt nicht. Boah! Okay, da drin ist auch noch einer. Den sollten wir auch noch schnell holen. Bevor er auch noch aufmerksam wird. So, jetzt räume ich den mal ganz kurz. Wo räume ich den denn hin? Ins Eck hin da am besten. Dann räume ich dich auch noch weg. Weil uns der da oben ja immer noch sehen könnte, beziehungsweise die Opfer sehen könnte. Und das wäre echt ungünstig. Alle anderen sind tot. Ich sack mal ganz kurz hier ein bisschen was ein. Ja, geh da hoch, hast recht. Der da oben, der ist auch noch ein bisschen alarmiert. Die liegen eigentlich ganz gut hier, deswegen lege ich den hier ab. Den hier... Da sieht er mich gerade nicht. Ab in den Schatten. So, Inventar ist voll mit Wurfgegenständen. Es wäre jetzt toll, wenn es dann auch noch voll wäre mit... Munition halt eben, ne? Mit Pfeilen und so. Da oben ist er. Wie kriegen wir den da runter? Der Bursche ist schlau. Hier geht's hoch. Und hier komme ich wieder da runter. Okay. Und auf der anderen Seite geht es vermutlich auch nach oben. Schauen wir mal. Ich könnte mal zwischendurch wieder speichern. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Da geht's nicht hoch, da geht's rein. Oder? Hoch geht's hier nicht, ne? Nö. Aber um... Ah, doch, hier geht's doch hoch. Schau an. Aber ich schaue erst mal da in dieses... Lüftungsschächtlein. Wo wir damit rauskommen. Aha. Hallo? Ah, da könnten wir nur von oben schnell fliehen wahrscheinlich. Hilft uns also nichts. Na gut. Dann diese Richtung hier. Das Problem ist gerade wieder, wir haben keine Pfeile mehr. Das heißt, Brandpfeil habe ich noch
Drei Stück sogar. Explosionspfeil und drei Brandpfeil. Wobei die Brandpfeil, die machen ja, die richten ja nichts aus. Ist da einer? Nee, hier, nee. Aber hier ist was zum Mitnehmen. Eine Tischglocke. Sieht immer ein bisschen aus wie so eine Pickelhaube, finde ich. Okay. Komm, wir speichern mal wieder auf die herkömmliche Art und Weise. So, und da drüben ist dieser andere Vollidiot. Wie kriegen wir den jetzt hier klein? Da muss ich mich tatsächlich irgendwie anschleichen wahrscheinlich. Und wir können auch nur von einer Seite hoch scheinbar. Nehme ich gerade zumindest mal an. Und zwar von da drüben. Und hier ist natürlich auch alles beleuchtet. Wobei ich hier schon mal... Das muss es mir wert sein einfach. So, und da ist er. Wo ist er? Der Bursche ist schlau. Oh ja, das ist er. So, und jetzt pass auf, wenn du zurückkommst, bist du fällig. Der läuft bis ganz darüber, dann schaut er in unsere Richtung. Etwas stimmt nicht. Und dann kommt er her. Hinter dir, mein Freund. Schlaf gut. So, dann haben wir hier mal aufgeräumt. Den tue ich trotzdem mal in den Schatten, auch wenn hier nichts mehr ist. Na, einfach sicher ist sicher. Da wären wir mit einem Seilpfeil übrigens hochgekommen. Hier haben wir eine Schere. Aber weiter kommen wir hier jetzt nicht, oder? Scheiße. Ah, wir müssen da oben hoch. Okay, dann nehme ich jetzt mal die Abkürzung. Müssen wir zwar erst aufschrauben dafür. Aber das ist ja kein Problem, nehme ich an. Und runter. Und wieder ducken. Und wieder raus. So. Warum auch nicht gleich so? Ich meine, den einen hätten wir uns dann jetzt tatsächlich sparen können, daher wir nach da oben müssen. Aber gemacht ist gemacht. Wahrscheinlich hätte er uns gesehen, während wir hier hochgeklettert wären. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Weil jetzt stecke ich hier drin und muss da hoch. Nee, von da... Hä? No. Was? Ah, der rutscht immer tiefer hier, oder was? Ah, okay. Alter. Ich hab eine Bewegung. Ah, na super. Gesehen, au. Hier müssen wir definitiv, sobald wir unten ankommen... Müssen wir ihn angreifen? Ja. Müssen wir ihn angreifen und von hinten K.O. schlagen. Wobei ich K.O. schlagen immer noch den falschen Begriff finde. Weil die sind ja angeblich dann wirklich tot, ne? Also. Machen wir mal schnell. Was? Wo? Glatt gelogen. Okay, sie haben uns nicht gesehen. Dann bleibe ich mal hier schnell im Verborgenen. Ich hoffe jetzt mal, dass sie die Leiche nicht entdecken.
noch möchte ich mich nicht raustrauen. Ich warte noch. Mal ein bisschen Heilung. Da hinten ist er. Er ist noch am Suchen. Der Schelm. Und er ist total verzweifelt, weil er einfach nichts finden kann. Na komm, jetzt verdrück dich wieder. Ich kann dich so eh nicht ausschalten, weil du immer in eine meiner Richtungen guckst. Also sei froh drum. Geh lieber. Geh lieber wieder. Dieses Hin- und Herlaufen bringt eh nichts. Oder bleibt der jetzt alarmiert bis zum Lebensende? Das wäre echt fatal, weil dann müssen wir nämlich hier durch. Und hier steht einer. Und das gefällt mir gar nicht. Oh, da ist ja auch noch einer. Oder ist das jetzt der? Nee, der läuft immer noch hin und her da drin. Und ist immer noch alarmiert. Scheiße. Mache ich denn das jetzt? Komm, 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 komm. Komm. Ach nö, oder? Au. Komm, lauf. Ah, scheiße. Das Problem ist echt, mit dem Explosionspfeil kann ich hier nicht wirklich. Weil dann würden wir selber mitten in die Luft fliegen. Und das möchte ich natürlich nicht. Na, das wäre ja kontraproduktiv. Müssen wir das lösen, ohne dass wir jetzt gleich entdeckt werden hier. Na komm. Du, keine Bewegung. Ich glaube, das schaffen wir nicht, ohne dass wir gleich entdeckt werden. Okay, dann müssen wir halt ein bisschen... Ah, nein, 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 wir haben beide. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Der Idiot ist nämlich ins Feuer gelaufen. Das war jetzt sehr zuträglich meiner ganzen Aktion hier. Ich beseitige die beiden mal nur ganz kurz. Dass die uns hier nicht so im Weg rumliegen, sieht ja auch aus, ne? Also, macht man einfach nicht. So... Licht aus. Das müsste ich jetzt nicht mehr tun. Hier ist keiner mehr, aber da hinten ist auch noch ein Kerzlein. So, und jetzt können wir mal schauen. Hier ist ein Seil. An das komme ich nur von da drüben ran. Da unten stehen nochmal zwei Wachmänner. Und da hinten in dem Raum ist halt noch einer drin, ne? Die Frage ist jetzt... Was passiert? Können wir den irgendwie rauslocken? Und dann eventuell meucheln. Ja, wenn der so stehen bleibt, ist das natürlich ein leichtes. Seit Orion. Dann ist das natürlich ein leichtes. So, erstmal das Licht aus. Dich mal ganz kurz weg. Auch hier raus. Kannst du mit deinen Kameraden eine Party feiern, wenn du möchtest. Interessant aber, dass die Wachen unten nicht aufgeschreckt wurden von den Explosionen, die wir da angerichtet haben. Aber ich möchte da nicht drüber meckern. Na, hat ja sein Gutes. So, hier ist nichts mehr. Da hinten ist noch ein Kerzlein. Was haben wir hier Schönes drin? Die Kapitänskajüte oder einfach nur ein Lagerraum? Da möchte ich gerne mal reinschauen.
ist jetzt nicht so dolle gesichert, aber vielleicht finden wir ja ein Trüchen mit vielleicht ein bisschen Bewaffnung zumindest. Das wäre echt schön. Hier ist natürlich auch wieder voll beleuchtet. Vergoldete Flasche. Wer braucht denn so einen Schwachsinn? Wer braucht denn vergoldete Flaschen, ey? Hier ist auch verschlossen. So. Und weißt du was? Weil ich gerade so ein unglaublich geiler Typ bin,